Tim Jacken, Digga, was ist hier los? Jonas Ems nimmt TikToker auseinander. Es gibt wieder Beef auf der TikTok-Plattform. Schauen wir mal rein. Corny Cringe, let's go. Auf geht's. Miesen Beef gegen DSDS bzw. gegen Dieter Bohlen. Ein anderer Influencer hört auf. 24 Tim wurde erwischt, wie er sehr peinlos seine Instagram-Bilder, ich sag mal, ein bisschen vertuscht. Und Jonas Ems hat in dem kleinen Mini-Beef einen anderen TikToker erstmal sowas von beerdigt. Wilde Woche gewesen, aber jetzt heißt erstmal, wie immer, let's go. The thing goes. Fangen wir erstmal mit zwei kleinen Fails an. Der erste Fail handelt von einem Ami-TikToker, der halt eben so einen TikTok machen wollte. Ey, eine random Person zeigt in irgendeine Richtung und sagt noch eine Zahl dazu. Und dann muss ich halt eben in diese Richtung so viele Kilometer bzw. Meilen reisen, wie halt diese fremde Person gesagt hat. Point in any random direction you want. That way. That way? Now pick a number 1 through 5000. 4500. 4500, thank you so much. Yeah. It looks like we're going to Germany. Digga, sag doch, dass die Kamera weg ist. Junge, sag doch, dass die Kamera weg ist. Ihr Wichser. Wenn ich hier Leertaste drücke. Ah ja, guck mal. So. Und angeblich ist er halt in Karlsruhe gelandet. Nur hat halt eben die Karlsruher Meme-Page, die Sound? Karlsruher Memes heißt. Hä? Ist doch richtig. Denkt euch mal einen besseren Namen aus. Vielleicht habt ihr ja auch einen Brusthof. Grüße gehen raus an die Aachener. Naja, auf jeden Fall hat eben diese Karlsruher Meme-Page rausgefunden. Yo, der ist gar nicht bei uns in Karlsruhe. Also, das sieht bei uns nicht so aus. Mhm. Und dann ist halt eben dieses Expose-Video hier entstanden. I don't know where to go from here, but thanks for watching and follow for more. Digga, als ob das jemand rausgesucht hat. Hä? Wie cringe. Ja, never f*** with the Germans, I guess. Junge. Wie dumm. Ein Kommentar darunter fand ich ganz funny. Der Dude heißt halt irgendwie Colin Seastorm. Und der Dude meinte, er kann sich halt auch gerne in Colin Shitstorm umbenennen. Auf jeden Fall, guter Kommi. Der zweite Fail handelt halt eben von 24 Tim. Weil dieser Mann. Digga, wie viele Fails hat 24 Tim aber? Macht gerade eine kleine Transformation durch. Also er hat sich halt eben. Ja, okay, es ist ordentlich. Und ein bisschen gehen lassen. Ist auf jeden Fall schon was passiert, ist gut. Und versucht jetzt gerade mit Sport und Ernährung dies, das halt eben mal wieder ein bisschen abzunehmen. Was ja an sich eine sehr, sehr nice Sache ist. Nur hat er jetzt halt eben einen Move gebracht, naja, der ein bisschen peinlich ist. Also er hat halt eben so ein Transformationsbild hochgeladen. Na, Bro, er hat gefotoshoppt, oder? Dann, wie viel er halt schon eben abgenommen hat. Er hat gefotoshoppt, oder? Man sieht halt, naja, leider Nein, oder? Deutlich, dass der Mann da ein bisschen rumgefuscht hat. Also da ist halt so eine Gerade von einem Schrank, nur ist halt eben diese Gerade vom Schrank eben nicht mehr gerade. Aber dann hat er sich ja die Schultern breiter gemacht sogar, oder? Bruder, muss ganz ehrlich sein. Vor allem, wenn du ja stolz drauf bist, was du körperlich erreicht hast, dann sei doch wirklich stolz drauf, was du körperlich erreicht hast und pusch nicht noch an dir rum, weil... Hä, Digga? Ja, ist es absolut nicht, Tim. Belüg dich doch nicht selber, Bro. Ja, auch die Kommentare sind halt so, yo, cool, dass du eine Transformation machst, aber warum musst du das Bild photoshoppen? Und Freunde, Adobe arbeitet eh momentan an der Software, die halt eben erkennt, ob ein Bild gefotoshoppt wurde und eben nicht. Dementsprechend, falls ihr in 2-3 Jahren nicht komplett exposed werden wollt, mach sein. Und damit geht's Abfahrt weiter zum nächsten Thema. DSDS. Ich werde im Sommer so geil aussehen, Chat. Ich werde im Sommer wirklich so geil aussehen. Also das ist ganz klar, dass ich im Sommer, ich werde ja so unfassbar gut und sexy aussehen. Das ist wirklich verrückt, ja. Ihr werdet noch sehen, Chat. Ihr werdet noch sehen. Das wird ganz großes Kino. Ich glaube sogar, dass ich besser aussehen werde, als ich jemals ausgesehen habe. So ein Ding. Es läuft wieder. Juhu, yeah. Und scheinbar ist Dieter Bohlen wieder mit dabei. Ja, weird Champ, ich dachte, die hätten ihn rausgeschmissen. Wurde der nicht mal irgendwann raus? Gewicht momentan, Digga, ich habe 4 Kilo abgenommen. Ne? Ich liege ja nur rum gerade. Ich war irgendwie auf 82, jetzt bin ich auf 78. Ich wollte eigentlich auf 90 Kilo hoch. Ja, ich denke mal, ich muss Testosteron nehmen, ne? Geht nicht anders. Also, naja. Auf jeden Fall ist er wieder da. Und es gibt jetzt schon einen ersten Skandal um ihn. Ja, das ging ja schnell, Digga. Angel, die auch vorher schon bei 1, 2 Dates... Sailplay, danke schön. Kuss, Sven. Und wo sie auch Freund kennengelernt hat. Wollte halt eben bei DSDS mitmachen, bisschen singen, dies, das halt. Nur kam sie erstmal gar nicht so doll zum Singen, weil Dieter erstmal solche Sprüche von sich gegeben hat. Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht irgendwie? Oder hast du nur Abi und dann dich durchnudeln lassen? Ja, what the fuck? Oh, Katja, Digga, Katja ist richtig sauer. Ich muss kurz popeln. Das Leben ist viel zu kurz und wenn man dann was macht, was einem jetzt in dem Moment Spaß macht,
Ich lebe im Hier und Jetzt und nicht in der Zukunft. So. Und das ist auch so im Leben wieder so eine abgefuckte Scheiße. Also klar, auch wegen den offensichtlichen Sachen, aber auch noch wegen ein paar anderen Sachen, die ich euch später im Video noch erklären werde. Jill fand den Kommentar natürlich auch absolut beschissen und hat halt. Katja hat auch so abgefuckt geguckt, ne? Musik ist meine Leidenschaft. Ich bin nicht die beste Sängerin, auf gar keinen Fall, aber es hat mir immer sehr viel gegeben und. Digga, der hat die komplett hochgenommen. Ich bin nicht hingegangen, einfach um zu singen. Und dass ich dann von Anfang an so einen Stempel auferlegt bekomme und so dargestellt werde, ist für mich einfach ein Schlag ins Gesicht. Ich habe das Gefühl, Digga, dass DSDS dieses so gemein sein Ding und sowas, das könnt ihr einfach nicht mehr machen. Das war mal lustig irgendwann, aber mittlerweile ist halt einfach nur noch Arschlochverhalten. Weil ich find das unmenschlich. Elias, danke schön, Kuss. Darum geht's nicht. Darum danke geht's für den Zap. Nicht. Ich wollte, dass man mich als Jill kennenlernt. Ich habe mich super darüber gefreut, dass ich eine andere Seite von mir zeigen konnte. Und die Chance wird mir nicht gegeben. Und scheinbar war das auch Donja, nicht der einzige Kommentar, den der menschgewordene Gausche Weichzeichner von sich gegeben hat. Der menschgewordene Gausche. Digga, was ist das? Oh, scheiße. Bruder. Dieter, Junge. Dieter. Alter, was ist das für eine Rückentwicklung? Hä? Bruder, da ist jemand mit einem Schleifstein drüber gegangen. Holy shit. Dieter Bohlen. Ich bin absolut kritikfähig. Ne? Sag mir, dass ich nicht singen kann. Sag mir, dass ich mich anhöre wie eine heulende Holy Hyäne. Shit, kann, Bro. Damit kann ich umgehen. Aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde nicht alles gezeigt. Dieter hat mich beleidigt. Ich bin reingegangen mit Lars. Also Lars ist dazugekommen. Und das Erste, was der dann gefragt hat, ist, mit wie vielen Leuten habt ihr geschlafen? Bodycount. Hä? Dann hat er noch die Frage gestellt. Digga, wo hat das denn was zu tun, wie viel man gefickt hat, wenn man Superstar werden will? Was ist das denn? Nur in der Show oder auch außerhalb? Ich bin irgendwann richtig sauer geworden und habe auch extrem gekontert. Habe gesagt, so Dieter, ich bin hier. Muss ich Pietro Lombardi mal fragen, weil sonst ist der kein Superstar. Du kannst gerne meinen Gesang beurteilen, aber du musst nicht meinen Lebensstil oder meine persönliche Sache beurteilen. Ja, also true, gesagt, true. So, ey Jill, was willst du denn später machen? Willst du mit 40 noch studieren? Willst du Putzfrau werden? Ja, was soll das? Ehrlich. Das ist noch, aber sie inszeniert es halt auch gut. Ne? Sie nutzt es halt auch für sich. Eigentlich smart. Mit 30 durch die Gegend bumsen. Sowas hat er gesagt. Und I mean, was ist denn das? Auf was für eine Schrottebene muss man sich denn eben begeben? Anscheinend so viele Stellen noch rausgekantet worden. Digga, Dieter, wirklich, also lass dich mal abmelken oder sowas, Junge. Nur Abitur gemacht. Ja. Abitur ist so der höchste Bildungsabschluss, schulische Bildungsabschluss, den es in Deutschland gibt. Könnt ihr mal ganz kurz gucken. Hat Dieter Bohlen Abitur? Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium der Berufsschule in der Schule? Okay, also Dieter hat ja auch nur Abitur gemacht und ist dann Star geworden. Also ist ja das Gleiche, ne? Lol, ist auch der höchster Bildungsabschluss schulisch gesehen, nicht Universität. Höchster Schulabschluss, den man in Deutschland machen kann, aber okay. Und vor allem ist dieser Kommentar absolut dumm, wenn man halt noch ihre Geschichte mit einbezieht. Eine Sache, der hat ja auch so gesagt, so von wegen... du hast nur Abitur gemacht, was hast du danach gemacht, außer dich durchnudeln lassen? Tigger. Es gibt Leute, denen fällt der Hauptschulabschluss schwer, weil die einfach keine schönen Voraussetzungen haben, weil die den Rückhalt nicht haben, weil die vielleicht, ne, weiß ich nicht... Ah, das ist ein Big Dieter L. Big Dieter L auf jeden Fall. Kommen Dieter L. Dieter Bohlen weiß nicht, was in meiner Abiturzeit war und das war nämlich die Zeit, wo ich im Heim war. Ich war im Heim, bin dann auch noch umgezogen in eine eigene Wohnung und hatte... ist alles andere als einfach. Und Abitur war für mich, ich war stolz drauf, für mich war das toll. Es ist nicht nur Abitur, für mich war das nicht nur Abitur, für mich war das ein Riesenschritt, weil ich das geschafft habe. Ja, fühle ich, Mann, die tut mir voll leid, Digga. Tut mir ehrlich leid, das ist nicht cool. Dazu meinte Jill auch noch ein paar andere Sachen. Und zwar meinte sie, dass sie noch andere Songs gesungen hat, wo sie viel besser performt hat. Und die wurden natürlich rausgeschmissen. Und das schreit einfach wieder so richtig danach, dass man sich im Vorfeld so eine Storyline für eine Person überlegt hat. Ja, ja. Und man so richtig auf Krampf versucht, man will dann die so diese Person in diese Story rein. Story ja, 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 fühle ich so scheiße, Digga. Irgendwie so. Als wenn die Person gar keinen eigenen Charakter haben darf, sondern die Person muss halt eben den Charakter haben, den die Show halt eben vorgibt. Ja, stupid. Und das ist ja auch schon GNTM sehr gut um die Ohren geflogen. Was ich übrigens sehr beschissen an diesem Durchnudeln-Kommentar finde, ist halt eben, dass wieder bestärkt wird, dass Frauen, wenn sie viel Sex haben, die halt eben die doofen Schlampen sind und Typen, wenn sie viel Sex haben, halt eben die Helden sind. Und true, das, ist halt das so stimmt aber nicht. Falsches Bild, was da wieder vermittelt wird. Es ist einfach stupid, es regt mich einfach auf. RTL meinte übrigens noch in einem Statement dazu, dass sie halt eben keinen Anlass sahen, das rauszuschneiden, weil Jill hätte ja auch jederzeit die Show verlassen können. Auch Weird Champ, oder? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ja, GG. Entweder du lässt Sexismus über dich hier gehen oder verpiss dich. Digga. Ja, coole zwei Optionen.
Man muss aber wenigstens sagen, dass zumindest Katja ein ordentliches Statement von sich gegeben Katja, hat, weil sie meinte, Katja, das, was sie da sagt, denken sich fast alle Ü50-Männer. Das ist leider kein Einzelfall. Es ist fast unmöglich, Männer über 50 zu verändern, auch wenn ich täglich dafür kämpfe. Und jetzt frage ich euch, Monte ist auch besser geworden. Sagt ihr, yo, ist absolut beschissen, geht auch überhaupt nicht klar? Oder sagt ihr sogar vielleicht, yo, wenn man halt zu DSDS geht, muss man damit rechnen, dass halt eben solche Kommentare kommen. Bin auf eure Meinung gespannt, aber jetzt geht es mal weiter zum nächsten Thema. Jonas Ems hat ja aufgehört, Tiere für seinen Konsum zu schlachten. Digga. Dafür hat er jetzt angefangen, TikToker zu schlachten. Ich sag's euch ehrlich, ich bin ja gar nicht so im TikTok-Game drin, aber das war so witzig. Und dieser Typ, wie heißt der, dieser mit dem Sommersprossen, dieser Kerl. Also ernsthaft, Bro, mir geht kein Mensch so auf den Sack wie der. Dieser, wie heißt der, Chat, wie heißt der? So ein random TikTok-Guy, der so, Seimbe. Digga, Seimbe, Seimbi, keine Ahnung, Digga, ich weiß es nicht. Also ehrlich, ich glaube mit Bruder, ein wirklich sehr, sehr, sehr in meinen Augen unangenehmer Zeitgenosse. Ich will mich da auch gar nicht einmischen, Digga. Bei Gott soll er seine mittelmäßige Musik da machen und seinen Fuckboy-Film fahren. Alles cool, alles gut. Freut mich auch, Digga, dass du da ein bisschen Bargeld rumliegen hast. Vielleicht kannst du ja mal die Adresse für ein paar Kollegen rumwachsen lassen. Dann kommen die mit einem Brecheisen vorbei. Ja, also Spaß beiseite. Keine Ahnung, Digga. Ich bin mal gespannt. Also das Ding hier mit Jonas fand ich auf jeden Fall stark. Weil er hat gerade so einen kleinen Mini-Funny-Beef mit dem TikToker Crush von deinem Girl. Bruder, erstmal, was das für ein Name. Digga, es ist also wirklich. Naja, auf jeden Fall ist zuerst ein bisschen passiert. Also Bruder, es gibt so viel, über was wir hier reden können. Es gibt über so viel, was wir hier reden können. Erstmal dieses Only Flex of Money. Wo hängt die Hose, Digga? Warum zeigst du Bizeps, wenn nicht ist? Was ist das für ein Style, Bruder? Wieso bist du so sonnenbrand gebräunt, Digga? Was ist hier los, Alter? Was ist hier passiert, hä? Okay, was ist cooler, dass sich vergebene Mädchen an dich ranmachen? Oder dass du dein ganzes Geld auf deine Treppe gelegt hast? Oder dass deine Hose so weit unten hängt? Ist schon alles ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, auf jeden Fall stabiles Video von Jonas. Der Dude hat dann auf jeden Fall auch versucht zurückzuschießen. Und dabei ist das hier rausgekommen. Okay, was ist cooler, dass sich vergebene Mädchen an dich ranmachen? Oder dass du dein ganzes Geld auf deine Treppe gelegt hast? Boah, beides schon sehr, sehr cool, Digga, sag ich dir ehrlich. Also Bruder, da, ich will ihn persönlich gar nicht angreifen, aber ich sag immer, da ist halt das Ding, ne? Geld kauft keinen Geschmack. Kleidungsmäßig ist das wirklich ein ganz, ganz großes L. Ich dir aber mal eine Frage. Was ist cooler, dass mein Geld immer noch auf den Treppen liegt? Und dieser Filter, Digga, der aussieht wie Durchfall im Gesicht, also das ist auch, verstehe ich nicht. Und ich trotzdem über 40.000 Euro im Bar in meiner Hand habe. Oder dass deine Ex-Freundin was mit zwei Kollegen von mir hatte, Digga. So, und 40.000 Euro, sage ich dir jetzt auch mal ganz ehrlich, also da lache ich ja drüber. Das mache ich ja in einer schlechten Woche, du Schwanz. 40.000 Euro sind ja gar nichts. Das ist ja nichts. Das kannst du dir gar nicht rausnehmen, mir große Töne zu spucken. Du bist ja in meinen Augen, bist du ja an der unteren Armutsgrenze, bist du. Das ist ja wirklich peinlich wenig. Finde ich beide. Also das macht ja wirklich 40.000, die pisse ich ja tatsächlich, Digga. Jeder große YouTuber macht 40.000 an 3-4 guten Tagen. Also das ist wirklich eklig, Digga. Das ist wirklich sehr, sehr wenig Geld. Das solltest du dir... sehr, 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 sehr cool, Bro. Cringe. Also, ich weiß ja nicht. Also, scheinbar hat Jonas so wenig Angriff. Ich mach das täglich, Nova. Und das ist der Film. Das ist der Grind. Seven vs. Wild. Fritz Meinecke. Jedem 4 Millionen gegeben. Muss man wissen. Dass man direkt auf Ex... Rechne das runter. 7 Tage, 4 Millionen, ne? ...gehen muss. Also, WTF. Aber man muss sagen, Jonas hat auch darauf wieder sehr stark... Oh ja, das war so stark. Okay. Aber warum direkt so persönlich werden? Dieser Filter! Kann ich ja sagen, ob ich es cool finde? Oh. Das ist sehr cool. Ich hab nur so viele Fragen. Eine Sache zum Beispiel, Bro, pass mal auf. Warum nimmst du nicht deinen netten Geldstapel und kaufst dir davon einen Gürtel? Ich mach dir das vor, du nimmst deinen kleinen Geldstapel. Digga. Und das hier sind, weiß ich nicht, 80, 90 Batzen. Ich glaube, er hat so einfach mal das doppelte, dreifache in der Hand. Das Ding ist halt, bei diesem Sime ist halt der Unterschied, das ist ein 100.000 vielleicht doch, naja. Bei Sime ist halt der Unterschied, er geht Bank, nimmt Kredit auf und zahlt das Geld wieder ein. Jonas hat das halt zu Hause liegen. Von beiden nicht unbedingt klug, sagen wir ehrlich, beide wohnen in Berlin, ich würde es nicht machen, aber Digga. Kaufst du davon Gürtel? Oh. Der Punkt zu der Ex-Freundin, ich check halt nicht, was das mit mir zu tun haben soll. Also erstmal ist es halt die Ex-Freundin, ich bin halt seit 3,5 Jahren nicht mit ihr zusammen. Ja, das ist ganz weirder Film. Warum du immer diesen Filter benutzt, bloß zieh da eine scheiß Hose hoch. Und das krasse an der Sache ist, das hier ist ein Bild von 20.000 Euro in 200er-Scheinen. So viel 200-Euro-Scheine hat Jonas in seinem TikTok in der Hand. Bedeutet, er hat wirklich schätzungsweise einfach 100.000 in der Hand. Einfach nur, um einen TikToker zu schlachten. Ich habe auch gesehen, dass Sime sein Dings mietet. Sein Rolls-Royce ist aus einer Vermietung aus Berlin. Bruder, wie läuft das in der Bank ab? Ja, ich hätte gerne 100.000 Euro in bar, bitte. Aber das sind ja tatsächlich 1% von dem, was sie gerade auf ihrem Tagesgeldkonto haben. Genau, die würde ich gerne abheben. 100.000 Euro in bar? Wofür brauchen sie so viel Geld? Für einen TikToker. Ja, ich möchte einen TikToker beerdigen. Ach so, ja, okay. Dann hier.
dieser Crush von deinem Girl hat dann auch noch versucht, Jonas wieder zurückzukontern irgendwie. Und Bro, bei diesem Konter, Alter, ich habe so viele Fragen. Zuerst sagt er, dass Jonas angeblich versucht hat, seine Videos sperren zu lassen. Bevor ich meinen anderen Geldstapel hole und deine Tipps befolge. Das ist der gleiche, der ist derselbe Stapel Geld und da sind noch Zehner dabei, also. Habe ich eine Frage. Wirklich, Bro? Sperren lassen, meine Videos sperren lassen? Verstoß gegen die Community-Richtlinien heißt ja, dass du also gegen die Community-Richtlinien verstoßen hast, weißt du? Dieser Sim, so Type of Guy, er hat auf TikTok 600.000 Follower, geht er auf Twitch live, hat er 10 Zuschauer, so ein Ding. Ding ist, seine Videos wurden halt gesperrt wegen Community-Richtlinien, also da steht nichts von Jonas, also warum sagst du das? Und schreibt dann auch eben in seine Videobeschreibung, egal wie viel du zeigst, im nächsten Video zeige ich mehr und hol dann eben auf unangenehm 20k in 200 heraus. Hast du noch ein paar 200, dann müsste ich auch noch irgendwo haben, hab die jetzt einfach in der Sofaritze gefunden. Digga, also das ist ja auch trotzdem nichts, was ich definiert, Bro. Du bist ja trotzdem, egal wie viel Geld du hast, einfach ein Affe. Du bist ja trotzdem Corny Cringe des Todes. Und das Ding ist, also er flext ja krass mit Geld, aber ist halt weniger. Jonas hat halt da oben, also er hat ja halt immer noch deutlich mehr Geld in seiner Hand als dieser andere Typ, der halt damit flexen möchte, wie viel Geld er besitzt. Also dementsprechend, Bro, warum lässt du dich so schlachten? Bruder. Ich bin mal gespannt, ob Jonas noch drauf antworten wird. Ich muss sagen, ich habe mich von diesem kleinen Mini-Funny-Beef auf jeden Fall gut unterhalten lassen. Ja, same. Sehr lustig. Weiter so machen, Jungs. Aber jetzt geht's mal wieder Abfahrt weiter zum nächsten Thema. Es wurde jetzt in der EU entschieden, dass man Insektenpulver einfach so ins Essen mitmischen darf. Ich sag's dir ehrlich, Digga, also das ist jetzt vielleicht nur meine L-Opinion, Chat, aber ich finde, Heuschrecken sind ein gutes Gainfood. Das ist jetzt nur meine Opinion, Digga. 100 Gramm Heuschrecken haben 300 Kalorien und irgendwie 75 Gramm Eiweiß. Bruder, wenn ich sie günstig kaufen könnte, mit Schokolade überziehen, ich würde sie mir ziehen. Schön geröstet. Es ist auch nur Essen, Digga. Es ist auch, Chat, überall auf der Welt werden die gegessen, nur bei uns nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also von so einer Heuschrecke hier, das darf jetzt halt in tierischen Produkten mit drin sein, aber darf halt auch eben in zum Beispiel einer Wurstalternative mit drin sein. Ja, das muss nicht sein, ne? Also das ist auch dann dumm, wenn da jetzt vegan draufsteht, da sind Heuschrecken drin. Also klar, damit ist die Wurstalternative natürlich nicht mehr vegan/vegetarisch. Und das Ding ist, ich habe das Thema eigentlich nur hier mit in der Show drin, weil ich eigentlich eure Meinung dazu wissen möchte. Ich habe mal im Community-Tab eine kleine Umfrage gemacht. Dort würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr ganz kurz einmal alle abstimmen könntet. Weil ich einfach wissen möchte, ob ihr einfach... Ja, der wird bezahlt dafür. Der arbeitet für die Heuschreckenlobby, ist klar. ...euch von sowas auch ernähren wollt. Also auch selbst, wenn ihr bis dato vegan/vegetarisch gelebt habt, ob das vielleicht sogar eine Alternative für euch ist. Deswegen stimmt gerne bei dieser Umfrage ab. Der arbeitet für die Insektenlobby, ist klar. Und ja, Auflösung gibt es dann im nächsten Video. Deswegen... abstimmen und jetzt Abfahrt, weiter zum nächsten Thema. Der YouTuber und Streamer Axel hat sich dazu entschieden, nicht mehr Influencer zu sein. Ich werde aufhören. Ich glaube, er ist gebannt, ne? Hat. Müssen wir skippen. Ich bin ja schon länger mit seiner geschäftlichen Entscheidungen zusammen. Das macht's niemand und sonst stehe ich ohne... Mann! ...back to the roots kommt und einfach hobbymäßig Streamer ist und ja... auf alle Verpflichtungen, auf alles Geldmäßige komplett scheißen möchte. Ist nicht gebannt. Ja gut, jetzt habe ich es trotzdem geskippt. Ja, das Ding ist aus einer Laune entstanden. Und es soll auch eine Laune bleiben. Er hört einfach auf. Gute Laune. Und wenn diese gute Laune nicht mehr da ist, wenn ich das mache, was ich ja eigentlich mit Herz machen möchte, dann kann ich nicht der sein, der ich sein möchte. Hm. Er redet natürlich in seinem Video noch über eine Menge weitere Themen. Er will so ein bisschen weniger machen. Auch, dass die Depressionen halt vor allem letztes Jahr richtig doll gekickt haben. Boah, und same. Es ihm echt teilweise beschissen ging. Und vor allem, dass er aktuell sein Leben nicht wirklich im Griff hat. Und es halt eben alles dafür tut, sein Leben halt wieder in den Griff zu bekommen, glücklicher zu werden und vielleicht sogar ein bisschen was abzunehmen. Deswegen, falls ihr das ganze Video sehen wollt, ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst doch gerne liebe Grüße von mir da. Und top. Axel, falls du das hier sehen solltest, top. Du sagst ja in seinem Video, dass du dich nicht erwachsen fühlst, dass du nicht erwachsen handelst, keine erwachsenen Entscheidungen triffst. Ich muss aber sagen, dass du mit diesem Move, dir einzugestehen, dass Influencer-Sein einfach nichts für dich ist, deutlich erwachsener gehandelt hast, als eine Menge weitere Leute, aber das Geld, die ich kenne, jemals erwachsen handeln werden. Ergibt das Sinn? Nein, Tim Jacken, überhaupt nicht. Du weißt, was ich meine, auf jeden Fall. Bruder, deswegen dir nur alles Glück und Liebe der top, Welt. Top. Ich hoffe, du ziehst durch, top. Ich hoffe, du packst das. Top. Und ja, wirklich nur alles Beste für dich.